Ja, hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich euch mal mitnehmen, ein bisschen in die Outdoor-Aquaristik oder sagen wir mal besser, zum Anlegen eines kleinen Gartenteiches. Also wir haben einen Schrebergarten, wie viele sicherlich von euch, so und dort gab es eine kleine Ecke, die nie so richtig genutzt wurde und verwilderte. Das seht ihr jetzt mal hier auf diesen Bildern. Hier ein paar Stauden, dort ein Buchsbaum. Eigentlich nur Unordnung, wo sich Unkraut ausbreiten konnte. Da musste ich dann natürlich erstmal klar Schiff machen. Da war noch eine Konifere dazwischen. Die habe ich natürlich dann auch weggemacht. Zwischenzeitlich haben wir dann die Fläche mit einer Plane darunter für den Pool der Kinder genutzt. Aber das hat uns auf Dauer natürlich auch nicht gefallen. Immer unordentlich und an den Seiten kam das Unkraut durch. Am Ende hatten wir dann noch solche Platten eines bekannten schwedischen Einrichtungshauses unter den Pool gepackt. Hier könnt ihr sehen, wie ich erstmal Baufreiheit schaffe. Eine alte Hollywood-Schaukel zur Seite. Dann werden diese Platten zusammengelegt und noch einmal gesäubert ein wenig. Kann man sicherlich später noch einmal verwenden. Aber zumindest darunter ist es unkrautfrei. Die nächste Kiste, die restlichen Platten noch verstaut, und bei den Platten hier am Rand sieht man, dass da doch schon ziemlich stark das Unkraut durchgewachsen ist, was die ganze Sache nicht unbedingt leicht. Im nächsten Schritt habe ich dann das Unkraut entfernt, doch wenn man sich das mal so genau betrachtet, kann man eigentlich schon fast davon sprechen, dass ich hier eine ganze Rasennarbe entferne. So, dort hinten dann den kleinen Buchsbaum etwas freigelegt, den wollte ich unbedingt behalten und mit in das Ensemble um den Teich mit einbauen. Linke Seite geschafft. So, dort hinten seht ihr einen Wurm fahren. Den möchte ich auch gerne behalten. Ich mag allgemein Wurmfarn und der sieht dort auch wirklich sehr schön aus. So, die rechte Seite noch von Unkraut befreit. Und dann haben wir faktisch erstmal die groben Arbeiten geschafft. Ganze noch ein wenig glätten und haken, die letzten Reste an Steine, Unkrautwurzeln entfernen, dass nicht gleich wieder das ganze Unkraut durchkommt nach ein, zwei Tagen. So, das Ganze sollte dann ein wenig nach hinten ansteigend in Terrassen gestaltet werden. Ich habe das schon immer versucht, so ein bisschen hinten Richtung Buchsbaum und Javafarn zu haken. So sah das dann am Ende aus, mit der geglätteten Fläche. Auf jeden Fall schon ein ganz schöner Unterschied zu vorher. Dann ist mir noch aufgefallen, dass in der hinteren linken Ecke natürlich unter dem Sichtschutz noch eine Lücke ist, wo die Erde später von der Terrasse durchrutschen könnte. Hier habe ich ein paar Gehwegplatten einfach eingelassen, um die Erde zu stoppen. Hier seht ihr jetzt das Becken des Teiches, welches ich auf dem Boden unten umrissen habe, damit ich später weiß, wo ich ausschachten muss. So, und hier beginne ich jetzt mit dem Ausschachten. Und wie man sieht, nutze ich den Aushub auch gleich, um nach hinten die hintere Terrasse aufzuschütten, auf denen nachher die Himalaya-Berglinien stehen sollen. So, hier nochmal schön zu sehen, eine Wurzel, die zutage trat, als ich am Ausschachten war. Ich weiß gar nicht, was das vorher oder was dort vorher mal stand, aber egal. So, am nächsten Tag ging es dann weiter. Ich hatte mir schon roten Granit besorgt. Wie man sieht, hilft der Nachwuchs hier fleißig mit. Denn aus diesen Steinen sollte die hintere Begrenzungsmauer
der Terrasse entstehen. Ich bin dabei kein Freund des festen Verfugens, also Verklebens oder mit Zement verfestigens, sondern ich staple den Granit gerne und verfülle ihn dann mit Erde und lasse ihn später durch Wurzeln mit Steingartengewächsen bzw. Sedumgewächsen, aber das werden wir jetzt im Anschluss noch sehen. Auf der linken Seite sieht man, ist die Mauer noch nicht ganz fertig um den Buchsbaum herum. So, und hier das fertige Loch für die Teichschale. Und als kleiner Tipp aus der Vergangenheit, hat sich immer bewährt bisher, hier ein wenig Spielsand hineinzufüllen. Ganz einfach, wenn man nachher die Teichschale einsetzt und durch das Wassergewicht draufkommt, kann man sie noch ein bisschen ins Lot bringen, sodass sie nicht schief im Loch sitzt und auf der einen Seite dann das Wasser ausläuft, während es auf der anderen Seite noch nicht voll ist. So, im nächsten Schritt habe ich die Teichschale eingesetzt und erstmal mit Wasser befüllt, damit sie sich setzen kann. Immer begleitet natürlich von einer Wasserwaage obendrauf, damit ich gleich sehe, wenn es irgendwo einsackt und ich danach korrigieren konnte. Das Modell der Wasserwaage ist nicht das taufrischeste, aber sie erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck. So, und hier kommt das Wasser. Ich muss aber gleich dazu sagen, scheinbar habe ich ganz gut ausgeschachtet, denn trotz mehrmaligen Nachmessens mit der Wasserwaage musste ich nicht groß nachkorrigieren. Die Teichschale war eigentlich größtenteils in Waage. Hier sieht man das nochmal. So, dann ging es schon an die Bepflanzung der hinteren Terrasse. Wie gesagt, hier habe ich Himalaya-Bergenien gewählt. Und hier im vorderen Bereich kommt vor die Teichschale auf jeden Fall nochmal eine Abgrenzung oder eine weitere Terrasse mit Feldstein. Aber das werden wir dann im nächsten Bild gleich sehen. Hier nochmal auf der linken Seite die fertige Natursteinmauer aus dem roten Granit um den Buchsbaum herum. So, und hier die fertige Bepflanzung mit den Feldsteinen noch einmal um die Teichschale bzw. davor, um nochmal eine zusätzliche Terrasse zu schaffen. So, im nun folgenden Bild habe ich das Ganze mal mit Pflanzenbezeichnung versehen. Im Vordergrund die Teppichverbene als Bodendecker, der später auch trittfest sein wird. Um die Teichschale drumherum Sedumgewächse, also Gartenfetthenne, die sehr schön gelb blüht. Der Wurmfern auf der rechten, der Buchsbaum auf der linken Seite und auf der hinteren Terrasse die Himalaya-Bergenie, welche in Blüte nachher auch sehr schön aussieht. Ich hoffe, euch dann im Frühjahr passend ein Update zu diesem Teichprojekt präsentieren zu können, wenn alles etwas schöner bewachsen ist. Wie immer hat es mich sehr gefreut und ich hoffe, ich habe ein wenig Interesse bei euch geweckt und könnte euch ein paar vernünftige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Viel Spaß vielleicht beim Nachmachen!